Hallo und herzlich willkommen, ich bin Apenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Republic und wir machen weiter mit dem Schmuggler und der Benjo ist natürlich auch dabei. Hallo. Und wir... Müssen wir jetzt den ganzen Weg laufen? Taxi. Taxi, Taxi. Stimmt ja. Ich grüße Sie. Ihnen stehen doch die ganz rechts. Zur Verfügung. Was? Was ganz rechts? Die falsche wurde wieder angezeigt. Mann! Ja, ich reiß weiter danach direkt. Ach Mann. Das meine ich aber. Warum kann man das nicht mal hier richtig anzeigen? Ist genauso wie auf der Karte. Es wird ganz oft einem das Taxi gar nicht angezeigt, obwohl man eigentlich mit dem Taxi hinreisen könnte, ne? Ja. Tschüss. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. So, ich habe die Verfolgung aufgenommen. Oh, wäre doch cool, wenn man ja auch Luftschlachten so machen kann. Ja. So aus Fun. Aber ich glaube, das Spiel hätte als Action-Rollenspiel besser funktioniert. Ja. Weißt du, was ich meine? Einfach, dass du wirklich so à la Black Desert zum Beispiel. Klick, zum Beispiel ein Schuss. Ja. Oder halt bei dem Kommando gedrückt halten, Dauerfeuer oder sowas halt. Und bei den Jedis halt jeder Klick ein Schlag. Und dann durch spezielle Kombos. Halt speziellere Attacken. Oder halt auch über die Schnellwahl. Ich glaub, das Spiel hätte dadurch besser funktioniert. Weil das wäre eigentlich, glaube ich, das gewesen, was sich alle gewünscht hätten. Man weiß ja nie. Ja, aber hat ja schon der Chefentwickler von damals ja schon zugegeben, dass SWTOR hat er zu nah an World of Warcraft angelehnt, weil World of Warcraft zu dem Zeitpunkt halt die Macht war. Aber, tja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Das stimmt, das ist wirklich immer so. Trotzdem hatte man viele schöne Stunden hier in dem Spiel. Auch wenn es heute nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht mehr gut ist, aber es ist nicht mehr das, was es mal war. Sagen wir es mal so. Also ich habe heute nicht mehr so die Freude an dem Spiel, wie ich es damals hatte, als ich es gerade neu hatte. Ja. Aber es war auch noch neu. Ja, ne, aber auch abgesehen davon, es war einfach damals auch ein cooles Setting und so, weil es war Star Wars mixed mit World of Warcraft halt. Ich komme an nichts vorbei. Ohne Scheiß. Wie soll ich denn noch näher an der Wand laufen? Zwei Schuss kriege ich eine Fähigkeit, womit ich dich auch mittarnen kann. Ah. Level up. Schwache Gegner. Ooh.
Das meine ich nämlich. Ich komme einfach nicht dran vorbei. Ich hätte wohl besser stunnen sollen. Oh, cool. Grünes Loot für dich. Jo. Oh. Hab ich gesehen. Oh ne. Oh fuck. Oh. Das seid ihr ja. Ich dachte schon. Hä, bist du jetzt. Kommst du nicht mit rein oder was? Ich stacke. Du stackst? Ja, warte. Ich stecke immer noch fest. Hüpf mal. Yeah! Kannst du irgendwie reinlaufen? Kann ich irgendwie zu dir springen? Ich habe auch keine Fertigkeit, um dich da irgendwie rauszuholen oder so. Doch, eigentlich schon. Welche kannst du mich denn wegstoßen? Ja, klappt ja nicht. Ich habe ja hier müssen den. Da müssen wir ein Duell machen. Für einen kurzen Moment. Ja, dann. Ah. Moment, dauert kurz einen Moment dann. Und ich krieg dich nicht weggestoßen. Das war lächerlich. Und wenn du mich jetzt so K.O. schlägst? Ah, ja! Ich bin frei! Kann ich nicht aufgeben? Keine Ahnung. Ich hau kurz ab. So, verloren. Ach, wir können ruhig noch ein Duell machen, ja? Nein. So, jetzt geht du als erstes rein. Ja. Erstellen. Kann ich nicht. Achso, ich kann nur meiner beitreten. Ja, dann tritt deiner bei. Deiner eigenen. So, da ist das beitreten. Ja, jetzt. Jetzt klappt. Das seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr hättet mich im Stich gelassen. Diese inkompetenten Soldaten, meine Eskorte, sind alle tot. Ich hatte eine Abkürzung an den imperialen Kasernen vorbei vorgeschlagen. Und sie besaßen die Frechheit, mich dafür verantwortlich zu machen. Mich! Dabei haben sie mich ungeschützt zurückgelassen, als sie sich haben niederstrecken lassen. Setzt es in euren Bericht. Im Moment will ich nur wissen, wo die Lieferung ist. Sie sollte sich in dieser Richtung befinden. Laut den Notizen meines Assistenten. Und während ihr unterwegs seid, diene ich unserer Sache am besten, wenn ich mich, versteckt halte. Das war schon grauenhaft genug. Ich meine, ich habe zwar schon viele Leute in den Tod geschickt, aber ich musste noch nie zusehen. Gibt es Sicherheitscodes oder reiße ich einfach die Tür nieder? Oh, richtig. Die Sicherheitscodes. Es ist, 8-6-9-3-2-1-1. Und ehe ihr geht, meint ihr, ihr könntet mir etwas Wasser bringen? Ich verdurste. Und vielleicht einen Blaster. Nur zur Sicherheit. Ich muss los. Was ist mit etwas Musik oder Witz? Da drin sieht es sehr langweilig aus. Hä? Warum kann ich das denn? Ein Stück Schwein. Beeilt euch! Ich kriege einen Krampf im Bein. Kann er gegen treten. Cool. Achso.
Die habe ich nie gesehen. Na, jetzt. Dann ist ja gut, wenn es jetzt geht. Oh, 3 von 15. Fehlen noch ein paar. Zurücklaufen. 8 Stück. Zurück. Jo. Das waren jetzt alle. Das waren alle. Ihr seid mir was schuldig, Senatorin Dodonna. Ist er das? Ja, nein. Er ist ein, Captain in Einheit A-16. Er gehört zur Flotteneskorte. Ergebt euch! Ihr habt gegen die Gesetze des Sith-Imperiums verstoßen. Wollt ihr erklären, was hier passiert ist? Ich habe diesen gesuchten Verbrecher in den Gängen einer gesicherten Einrichtung gefunden. Er behauptet, ihr seid der Drahtzieher des Einbruchs. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe nur geholfen und nach Wachenausschau gehalten. Ruhe! Tötet sie! Ihr könnt mir später danken. Okay, dann danke ich dir halt später. Wir sprechen gerade darauf, wenn du das machst, dann direkt one-hit. Was? Wenn wir eine Granate auf die Gegner schmeißen, die haben das Leben. Ja, ja, klar. Normal. Ihr macht das ständig. Ich habe euer Leben gerettet. Im Gegenzug fordere ich, dass ihr Moff Tyrak ausliefert. Ich jage diesen Mann schon seit 5 Jahren. Seit unter seinem Kommando mein ganzer Clan wegen Verrats hingerichtet wurde. Dabei war es eine Lüge. Sie dienten dem Imperium loyal. Warum mussten sie sterben? Sag die Wahrheit. Also bei mir klingelt da gar nichts. Aber normalerweise kümmert sich auch mein Assistent um solchen Papierkram. Aber warum habt ihr das getan? Warum wurden sie verraten? Wenn ich einen Hinrichtungsbefehl erhalte, unterzeichne ich ihn immer. Besser ein toter Unschuldiger als ein lebender Verräter, oder? Das kann er nicht sein. Wo ist der echte Moff Tyrak? Der sadistische Strippenzieher des Imperiums? Ich finde, die Galaxis ist ein übler Ort. Viele Leute sterben und meistens ohne guten Grund. Nein. Das kann nicht sein. Mein Clan muss gerecht werden. Ihre Namen müssen rehabilitiert werden. Das Blut ihrer Feinde muss ihre ehrenlosen Tode reinwaschen. Können wir jetzt gehen? Ich habe Karten für die Palawik-Oper auf Nar Shaddaa heute Abend.
Nein. Ich fordere mein Blutrecht ein. Ich kaufe ihm diese, ach, sind Hinrichtungen schlimm Nummer, ohnehin nicht ab. Ihr seid anders, als ich mir euch vorgestellt hatte. Darum werde ich Gnade walten lassen. Er hat nicht leiden müssen. Mir fehlen nicht oft die Worte, aber ich hatte ehrlich gesagt noch gar nicht richtig darüber nachgedacht, wohin ich gehe, wenn meine Suche vorüber ist. Braucht ihr vielleicht noch jemanden? Ich kann euch zwar keinen Clan anbieten, aber ihr könnt, solange ihr wollt, bei mir bleiben. Und ich kann euch nicht meine Loyalität anbieten. Aber solange ich bei euch bin, werde ich euch gut dienen. Ich habe die Gegenleistung nicht vergessen, die ich euch für den Moff versprach. Was wollt ihr von mir? Erzählt der Republik einfach alles, was ihr über das Imperium wisst. Dann sind wir quitt. Wie ihr wollt. Ich warte bei eurem Schiff auf euch. Okidoki. Los, auf die Beine. Okay. Kehre zum Sechser zurück. Wo ist der Vogel denn schon wieder? Farnel Außenposten Cantina. Okay. Gut, dann hin. Dann hin. Neue Gefährte. Ja. Warum ist die Alte denn jetzt bei mir? Weil sie neue Gefährte ist. Ja, aber die hat doch gesagt, die geht zum Schiff. Hä? Alter, wo laufe ich denn hier rum? Hier vorne. Ah, boah, ich hab den nicht gesehen. Oh, Mann. Meine Güte, Captain. Ich bin erleichtert, Sie gesund und munter zu sehen, nach allem, was Sie durchmachen mussten. Master Newman. Master Newman, der Captain ist wieder da. Seid ihr euch sicher, dass ihr nicht von Balmora seid, Captain? Mir fällt niemand ein, der mehr für den Widerstand getan hätte. Die Imperialen sind außer sich über den Verlust der Nebula-Lieferung. Ich wusste gar nicht, dass der Imperator ihnen so eine derbe Ausdrucksweise durchgehen lässt. Es ist wirklich schwer, bescheiden zu sein, wenn man so gut ist wie ich. Richtig, dann verschwendet auch besser keine Zeit damit, es zu versuchen. Ich hoffe nur, die Republik verkauft etwas davon an uns zurück. Wir brauchen diese Nebula-Prototypen. Ich sage der Senatorin, wie wichtig die Munition für den Widerstand ist. Danke, Captain. Sie hat euch vermutlich eher zu. Wenigstens sollten die Dinge hier nun etwas besser laufen. Der Wolf hat ein halbes Dutzend hochrangige Beamte auf Balmora hinrichten lassen. Nochmals danke, Captain. Ich freue mich darauf, mit euch Geschäfte zu machen, sobald Balmora wieder uns gehört. Auf Wiedersehen, Captain. Okidoki. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hoch aufs Schiff und aktivieren das Holo-Terminal. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.